Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Jesus ist alleine zu diesem Zweck auf die Erde gekommen, dass du etwas davon hast. Er ist nicht für sich selbst gekommen, dass er ein schönes Leben hätte oder was auch immer. Er greift auch in dein Leben ein, wenn du mit Glauben und Vertrauen zu ihm kommst. Gott greift ein in dein Leben. Glaubst du das? Kannst du das glauben? Und das sind Geschenke vom Himmel, solche großen Pakete, wie wir hier eins als Dekoration haben, und auch kleinere Geschenke vom Himmel. Gott greift ein in dein Leben. Vielleicht hast du Gottes Wirken in deinem Leben noch gar nicht erfahren oder es war dir einfach nicht bewusst. Viele Menschen berichten uns immer wieder, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Zum Beispiel schreibt uns eine Frau: Zur Ehre Gottes möchte ich Zeugnis geben. Ich hatte seit über 10 Jahren kein Auto. Gott hat mich in Corona-Zeit mit einem Auto gesegnet. Er hat mich aus Hartz IV geholt und ich konnte zwar mit Abschlag früher in Rente gehen. Er hat mich mit Arbeit versorgt und jetzt sehe ich endlich, wofür ich arbeite. Und er hat das Verhältnis zu meiner Tochter verbessert. Alles muss mir zum Besten dienen. Danke für eure Gebete. Und Gott will auch in dein Leben eingreifen. Jesus ist alleine zu diesem Zweck auf die Erde gekommen, dass du etwas davon hast. Überleg dir das einmal. Er ist dafür auf die Erde gekommen, dass du etwas davon hast. Er ist nicht für sich selbst gekommen, dass er ein schönes Leben hätte oder was auch immer. Und er greift in dein Leben ein, wenn du es zulässt. Schon die ganzen Umstände seiner Geburt hat einige Menschenleben auf den Kopf gestellt. Angefangen mit Maria und Josef. Die Hirten, die gar nicht wussten, wie ihnen geschah. Herodes, der ganz aufgebracht war, als er das hörte. Und die Weisen, die einen sehr langen Weg hinter sich gebracht hatten, der sicher nicht einfach war. Wochenlang durch die Wüste. Auch dein Leben wird nicht mehr das gleiche sein, wenn du dich mit Jesus beschäftigst. Auch dein Leben wird auf den Kopf gestellt, wenn du Jesus nachfolgst. Und schon die Ankündigung seiner Geburt war dramatisch. Der Himmel war involviert, indem der gewaltigste Engel erschien. Der Schreck. Könnt ihr euch das vorstellen? Nichts ahnend im Alltag und plötzlich steht dieser Himmelsbote vor Maria. Als Josef das erfuhr, hat er sich bildlich gesprochen die Haare gerauft oder gedacht, was ist denn das? Er wollte ja Maria heiraten und nun dachte er daran, sie zu verlassen. Diese Situation hat sein Leben verändert. Und jetzt hatte er es mit Jesus zu tun. Das ganze Geschehen bestimmte sein Leben. Gott hat in sein Leben eingegriffen und er sagte Ja dazu. Und ab jetzt bestimmte Gott das Leben von Maria und Josef. Und es geschah alles so, wie es vorausgesagt war, hunderte Jahre vorher. Als Jesus auf diese Erde kam, war Himmel und Erde in Aufruhr.
Die Engelscharen waren sichtbar, die Hirten erschrocken und verstört. Die Weisen hatten das gefunden, was sie gesucht hatten. Hast du dich auch auf den Weg gemacht, ihn zu suchen? Oder hast du ihn schon gefunden? Ich glaube nicht, dass die Weisen in dem Moment die Dimension erkannten, was da geschah. Die Dimensionen von Jesus. Heute kennen wir die ganze Geschichte. Heute wissen wir, Jesus Christus gestorben für jeden von uns und wieder auferstanden. Er hat unsere ganze Schuld vergeben und den Sieg über den Teufel erlangt und errungen. Er sitzt nun zur Rechten des Vaters auf dem Thron als König aller Könige. Das stellt auch dein Leben auf den Kopf, wenn du diesen Sieg annimmst und Vergebung bekommst. Dein Leben wird sich genauso verändern wie das von Maria und Josef. Sie lebten von nun an mit Jesus. Jesus ist erfahrbar. Er will mit dir leben. In dieser Geschichte spielt auch der Glaube eine Rolle. Maria glaubte, was der Engel sagte. Sie dachte nicht, das kann doch nicht sein. Habe ich richtig gehört? Das war noch nie da. Oder wie kann so etwas sein? Und so weiter. Sie sagte einfach, es geschehe, wie du gesagt hast. Josef glaubte, dass es Gott war, der zu ihm redete, auch durch Träume. Und er hielt diese Situation nicht für abwegig. Was für ein starkes Vertrauen an das Reden Gottes von diesen beiden. Du kannst Jesus nicht begegnen ohne Glauben. Du musst glauben, dass er ist, dass er Autorität und Macht hat und was er am Kreuz getan hat für dich. Er greift auch in dein Leben ein, wenn du mit Glauben und Vertrauen zu ihm kommst. In der Bibel lesen wir von einer Parallelgeschichte, die genauso erstaunlich ist. Es geht auch um eine Geburt und die beiden liegen nur ein halbes Jahr auseinander. Gott greift ein in das Leben von Zacharias und Elisabeth. Von diesen beiden Menschen heißt es in Lukas 1, Vers 7, und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Zacharias war Priester und auch Elisabeth stammte aus einem Priestergeschlecht. Eines Tages, als wieder das Los entschied, wer in den Tempel durfte, um zu räuchern, fiel das Los auf Zacharias. Die Menge des Volkes stand betend draußen und wartete, bis er wieder herauskam. Doch diesmal war es eine ganz besondere Situation. Lukas 1, 11 bis 14. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt. Und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und Wonne sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Zacharias Schreck kann man nachvollziehen. Er reagiert mit Furcht und Unglauben. Er sagt zu dem Engel, wir sind doch alte Leute, wie soll das gehen?
Vers 18, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in den Tagen. Manchmal ist uns der Unglaube näher als das, was Gott uns verheißt. Du brauchst heute nicht auf einen Engel warten. Du hast die Bibel und der Heilige Geist wohnt in dir, der zu dir reden kann. Es gibt Menschen, zu denen Gott immer wieder redet, indem er ihr Herz berührt mit Impulsen. Aber sie schieben es immer wieder weit weg. Vielleicht bist auch du so jemand, der denkt, ich doch nicht. Wie soll das geschehen? Du hast Furcht und Zweifel. Wie auch Zacharias sagt, wie soll das gehen? Selbst dieser gewaltige Engel hat ihn nicht überzeugt. Und lesen wir, was der Engel ihm antwortet. Lukas 1, 19 und 20. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Das heißt, er war 9 Monate stumm, bis Johannes geboren wurde, wegen seines Unglaubens. Unglaube ist ein großes Hindernis, auch für dich. Und das war bestimmt keine gute Zeit für Zacharias, immer alles aufzuschreiben, um sich bemerkbar zu machen. Wenn wir uns das vorstellen, dass wir immer mit Papier und Kugelschreiber herumlaufen müssten, um uns bemerkbar zu machen, was wir wollen. Unglaube in unserem Leben ist so, dass wir uns auch nicht bemerkbar machen vor Gott oder bei Gott. Unglaube lässt uns abschließen mit dem, was Gott für uns bereit hat. Wir legen das sozusagen in eine Ecke und kümmern uns nicht darum. Wir kommunizieren nicht weiter mit Gott darüber und wir schieben es weit weg von uns. Doch Gott greift in unser Leben ein und es wird geschehen. So wie bei Elisabeth. Lukas 1, 24 und 25. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Und keine Kinder zu haben, war damals eine Schmach. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, schickte Gott denselben Engel Gabriel zu dem jungen Mädchen Maria aus Nazareth. Maria war sehr jung, wie wir wissen, verlobt mit Josef aus dem Hause David, also ein angesehener Mann. Lukas 1, 28 bis 31. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Viele Parallelen zu der Begegnung mit Zacharias kann man hier erkennen. Zuerst das fürchte dich nicht und dann die Ankündigung der Schwangerschaft und Nennung des Namens des Kindes.
Und dann gibt der Engel diese Prophetie, die schon im Alten Testament bekannt war. Vers 32 und 33. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Und auch Maria fragt, wie soll das zugehen? Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und dann berichtet der Engel Maria von Elisabeth, dass sie im sechsten Monat war, obwohl sie unfruchtbar war. Und weiter sagt der Engel in Vers 37, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Eine starke Aussage. Und die ganze Bibel ist das Wort Gottes. Und kein einziges Wort darin ist kraftlos. Da steckt so viel Kraft darin, auch für dich. Die Frage ist nur, glaubst du das? Ist das für dich real, Realität? Hat das in deinem Leben einen Platz, diese Realität Gottes? Und nimmst du die Kraft Gottes in Anspruch? Was uns noch fehlt bei dieser Geschichte, ist die Antwort Marias zu dem Engel. Lukas 1, 38. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Es war derselbe Schreck wie bei Zacharias, als dieser Engel dastand, doch eine ganz andere Reaktion. Zacharias reagierte mit Unglauben und Maria sagte einfach Ja dazu. Hier ein erfahrener alter Priester und dort ein junges, unbekanntes Mädchen. Egal wie alt du bist, es kommt auf deinen Glauben an. Glaubst du dem Wort Gottes oder hast du Zweifel? In der Bibel finden wir über 300 Mal den Satz, fürchte dich nicht. Und das gilt auch dir. Egal was passiert, fürchte dich nicht. Gott ist auch mit dir. So wie der Engel sagte, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Du hast keinen Grund, dich zu fürchten, wenn Gott mit dir ist. Nachdem nun Maria wusste, dass Elisabeth auch schwanger war, machte sie sich auf, um sie zu besuchen. Lukas 1, 39 und 40. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas, und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Beide Frauen hatten Ähnliches erlebt. Der Besuch eines Engels zur Ankündigung eines Sohnes. Starke Prophetien für jedes Kind. Und ich kann mir vorstellen, dass Marias Herz brannte, um mit jemandem reden zu können über dieses Ereignis. Wer würde sie verstehen? Josef, der die Verlobung lösen wollte? Ihre Eltern? Geschwister, Freunde, Nachbarn, niemand würde das verstehen. Die beiden Frauen begegnen sich in großer Freude. Die betagte Elisabeth und das junge Mädchen Maria, zwei Generationen. Es ist eine Begegnung zweier Epochen. Eine Begegnung des zu Ende gehenden alten Bundes und des beginnenden neuen Bundes.
Zwei Frauen schreiben Weltgeschichte mit ihrer Begegnung. Johannes, der den Weg bereitet, und Jesus, der Retter und Erlöser. Das Leben dieser beiden ist eng miteinander verbunden. Ich meine jetzt Johannes und Jesus, sichtbar an der Prophetie über das Leben des Johannes. Lukas 1, 15 bis 17. Da ist Johannes gemeint, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Er wird Wegbereiter für Jesus und somit eng verbunden mit dem Leben von Jesus. 3 Monate waren Elisabeth und Maria zusammen, bevor Maria zurückkehrte. Und das war kurz vor der Zeit, wo Johannes zur Welt kommen sollte. Lukas 1, 41 bis 45. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, wie die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Elisabeth hat eine Offenbarung, als sie Maria begegnet, und sie redet prophetisch. Sie spricht von der Mutter meines Herrn. Sie wusste schon, wer dieses Kind war. Bei jeder Person, die an dieser Geschichte beteiligt ist, steht, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Der Heilige Geist ist derjenige, der alles in Bewegung bringt. Bei Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Bei Elisabeth, als sie den Gruß der Maria hörte, heißt es, und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Und bei Johannes, der Engel sagte, er wird schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und selbst Zacharias, erst als Johannes geboren war und er wieder reden konnte, heißt es, und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte. Lukas 1, 67. Der Heilige Geist ist der Überbringer vom Himmel. Und auch du bist mit Heiligem Geist erfüllt. Er führt und leitet dich genauso. Er offenbart dir die Dinge des Himmels. Er wohnt in dir und du hast jederzeit Zugang zu ihm. Jesus hat ihn gesandt, als er diese Erde wieder verließ. Sei bereit zu hören und sei bereit, Ja zu sagen zu seinen Plänen in deinem Leben, so wie es Maria auch getan hat. Sie hat gar nicht lange überlegt, obwohl das so unbegreiflich war und so außergewöhnlich. Mach es nicht wie Zacharias, der es nicht glauben konnte und auf die sichtbaren Umstände schaute. Er sah nur 2 alte Menschen, aber Gott sah das ganze Potenzial. Gott kennt auch dein Herz. Er kennt dein Potenzial und er hat einen Plan mit deinem Leben.
Er hat einen Plan für dein Leben. Und er weiß, ob du ihm vertraust oder ob du auf die Umstände und Herausforderungen schaust, die du erlebst. Der Engel sagte zu Maria und zu Zacharias: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Auch wenn du schwierige Umstände hast, Gott hat eine Lösung und einen Plan. Er greift in dein Leben ein, wenn du ihn lässt. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.